Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Drakensang. Ja, wir haben wieder eine kleine Grollmann-Plage hier unten. Na, ein bisschen was an Buffs haben wir noch. Dass ich vorher mal nochmal angehen sollen. Aber gut, dann zerlegen wir sie mal. Die kleinen. Für Ardo. So. Ihr habt dann euer Zeug. Du kannst da mal mithelfen. Und los. Mal gucken, wie schnell wir die aufs Blatt kriegen. Wir haben ihn ja schon ein bisschen was an Schaden gemacht hier. Für den Anfang. Alles klar. So. Komm schon. Ja, hau da mal weiter drauf, bitte. Jetzt wird's ernst. Ja. Meint ihr? Bei Angroschbart. So. Oh, du hast eine ganze Menge Ausdauer noch. Sehr gut. Aber ich glaube, du hast bis jetzt zu deinem Angriff gar nicht mehr gekommen, weil die vorher schon platt waren, die Viecher, ne? Naja. Mal los. Lasst euch schmecken. So, ein letzter noch. Aber auch die hat nicht mehr so viel zu melden. So, unser armes Elementar aber ziemlich gelitten, sehe ich gerade. Ah, wir sind jetzt wieder hier. Okay. Interessant. So, dann brauchen wir jetzt erstmal wieder Mana. Hat wohl das Fragezeichen ein wenig gewundert. So, wie fit bist du denn noch einigermaßen? Dann heil mal bitte. Dann werden wir die Buffs nochmal auffrischen. Zack. So, ihr habt, dann fehlt noch Körperkraft. Sehr schön. Dann können wir hier mal weiter gucken. Wie gesagt, du gehst vor wegen Fallen. Okay, hier geht es dann tatsächlich wieder zurück. Kriegen wir die auf mit irgendjemandem? Oh, fein. Der Seilwind auf jeden Fall. Cool. Folgt mir. Sehr schön. Aber da hinten wahrscheinlich ist es den letzten Schlüssel. Wahrscheinlich auch da mit Elementaren, ne? Ich war wieder etwas zu schnell. So, du brauchst jetzt mal Heilung. Ja. Mein Atem geht ruhig. Ist nicht viel Schaden gemacht, aber die Wunden sind halt ein wenig nervig. Damit wären sie auch schon wieder weg. Alles klar. Wir brauchen doch ein neues Feuerelementar. Ja, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen looten oder erforschen gehen. Ich da fast von aus. Gut, du hast ja noch deinen Buff. Dann entschärfen wir nochmal die Falle. Sehr schön. Vorkommt, du darfst reingucken. Ja. Wir holen uns ein neues Elementar.
Ich glaube, das ist eher was für Glattes gewesen. Aber gut, können wir ja nachher dann alles austauschen. Ah, diesmal 4. Okay. Gut, dann, wie üblich, wie schnell geht's? Ich teste es mal. Wir haben gespeichert. Einigermaßen schnell. Komm. Oh, okay. Na komm, laden wir das Ganze nochmal und dann... Vielleicht kriegen wir es ja auch so etwas besser hin. Ich glaube, ich würde das Falkenauge auch ganz gern nochmal ersetzen. Oder erneuern, besser gesagt. Mandaya Ai Banda. So, du gehst vor. Die Sphäre bereithalten. Und los. Ja, der müsste halt direkt rauskommen. Das dauert alles so viel zu lange. Derzeit stirbt halt einfach... Okay, das bringt nichts. Das dauert einfach zu lange. Gut, Ignisfero wäre dann leider schon mal fürs... Also zumindest mal für die erste Runde hier raus. Dann schnappen wir uns halt ein Elementar, prügeln das platt, gehen raus, heilen uns nochmal. Machen die halt, wie gesagt, schön einzeln nieder. Wir können ja tatsächlich auch die Frontkämpfer schon mal vorrennen, ne? So, hallo. Nehmen wir doch einfach mal... Oder nehmen wir den? Bei Angroschbart. 1, 2. Ja. 1, 2. Danach weiter draufhauen. Sprich, Freund. Falls das noch nicht reichen sollte... Bei dir ebenso. Da das mit dem Feuerball ja nichts wurde. Was so? Okay. So, es wäre halt auch die Überlegung, Brandsalbe zu verwenden, ne? Da noch Zielwasser, sehe ich gerade. Ja gut, du bist noch am Zaubern. Das hat nicht so... Na gut, ich glaube, die Angriffe sind noch gar nicht so durch bisher. Na gut, eine elementare Diener geht dann hier dahin. Aber wir haben einen fast platt. Allerdings ist Gwendala auch schon fast platt. Sorgen wir doch vielleicht mal dafür, dass sich das ändert. Ich glaube, wir können bei dir auch bei Gelegenheit nochmal Pfeile nachlegen, ne? So viel sind das nicht mehr. Na klar. Ja, aber wie gesagt, einen würde ich gerne platt hauen, danach ziehen wir uns zurück und heilen uns nochmal. Lass das mal vor Grimm machen. Für Ardo.
Okay, wir haben einen. Das heißt, weg. Halt mal einen Rückzug. Das sind wir schon ziemlich hartnäckig hier. Das letzte Mal haben sie auch ziemlich weit verfolgt. Was ist nun los? Ah, hier oben sind wir dann. Okay. Obwohl, da wir hier noch nicht gelootet haben, waren wir da, glaube ich, noch gar nicht. Kann das sein? Du bist mir nicht überladen. Das bin ich. So, eine Runde. Na gut, Verband. Glaube ich, direkt hier angesagt. Dann wird nochmal neu gebufft. Und dann haben wir das zweite Inventarblatt. Wiederholen wir dann noch. Und dann sollte das passen. Im Diener geht es ja zum Glück noch einigermaßen gut. So, darfst du nochmal eine Runde heilen. Dass es ein bisschen schneller geht. Wir speichern nochmal fix. War ich hier überhaupt schon? Ich glaube ja nicht. Wahrscheinlich können wir da wieder irgendein Dings öffnen. Aber gut, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir wieder zurückkommen. Ich hätte auch hier ab... Ne, ich bin richtig gelaufen. Okay. Da liegt da dein Bruder. So, können wir vielleicht jetzt einen Feuerball raushauen? Bevor das Stress gibt, wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, dann kommst du jetzt dran. Alles klar. Komm schon. Ha! So, na komm, da drauf schießen. Danke. Danach normal weiter angreifen. Ja, ich glaube, du kriegst ja zwei starke Angriffe drauf. Dann schauen wir mal. Ja, ist gleich nicht verkehrt, wenn die auf dich gehen, weil du hast ja die starke Feuerresistenz. Das macht dir ja nicht viel aus hier. Du liegst sogar. So, das ist erfreulich schnell gegangen. Allerdings ziehe ich mich jetzt tatsächlich nochmal zurück, dass ihr eure Ausdauer wieder generieren könnt. Moment, ist jetzt keiner gestorben?
So, tap, tap, tap. Wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal um die Regeneration. Okay, ich dachte gerade, diesmal ist es schon ein bisschen aufdringlicher. So, alle noch fit, ja. Sprich, Freund. Du kannst dein Falkenauge erneuern. Dem Rest geht's ja gut. Wie gesagt, Schaden hat das jetzt nicht allzu viel gemacht. Jo, so funktioniert's ja ganz gut. Also, jetzt holen wir uns das nächste, den nächsten Feuergeist. Mit allem draufhauen, was wir haben. Zurückziehen, gucken, dass sie wieder voll geheilt sind. Und dann geht's weiter. Das funktioniert auch ganz gut. So, speichern wir nochmal schnell. Dann bist du jetzt dran. So, wir können uns theoretisch einfach das Artefakt holen können und dann laufen. Obwohl, ich glaube, wenn wir es nehmen, wird eventuell die Tür zugemacht. Das könnte halt sein. Warte mal, genau. Jetzt greift jeder mal an. Mhm. Dann kann ich das nämlich von hier aus steuern. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Flammen. Folgt mir. Jetzt wird's ernst. So. Komm schon. Wie gesagt, schön die harten Sachen rausholen. Die schweren Geschütze. Ja! Bei meiner Axt. Sprich, Freund. Ja. Und los. Okay, das ist halt schon ziemlich. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mit Hammer reingehen, weil der dann die Angriffe auf sich zieht und da er die hohe Feuerresistenz hat, das alles ganz gut verkraften kann. Also kriegst du jetzt die Angriffe, weil du den ersten, also die Angriffe ab, weil du den ersten Angriff gestartet hast. Du hast noch eine Finde übrig, gerne. Ja. Ja, wir haben es gleich. Haut nochmal alles drauf, bitte. Danke. Ich versuche mein Bestes. So, wir ziehen uns wieder zurück. So, ein bisschen Verlust ist immer, aber wie gesagt, wir müssen ja nur rauskommen. Uns dann noch einmal fertig machen. Alles hochheilen und dann haben wir auch nur noch ein Elementar, um das wir uns kümmern müssen. Ich glaube, hier draußen war tatsächlich dann diese Zone erreicht, wo dann der Kampf auch aufhört. Jo, sehr gut. Na dann, alle mal herkommen, bitte. Na klar. Sanja. Du darfst dich nochmal verarzten. Du kannst hier schon mal wieder neue Buffs verteilen. Mein Atem geht ruhig. So. Selbst auch nochmal buffen. Feuerelementar heilen.
Ihr habt alle. Na, du brauchst noch einen Armatrutz. So, letzter Anlauf, hoffentlich. Mal gucken, ob das Feuerelemental noch so lange hält. Aber ja, wie gesagt, dann geh du rein, zieh du die Angriffe auf dich. Der Rest kann das dann platthauen, das Viech. So klappt das ja doch noch ganz gut. Ja, was so eine hohe Feuerresistenz schon alles ausmacht. Bei Feuerelementaren. Ab und zu bringt das Zeug ja doch was. So, Überraschung. Wohl Feuergeist ist es ja kein Elementar. Wir haben Feuerelementar. Alles klar. So, du siehst schon wieder nichts. Moment. Das bin ich. Machen wir es so. Attacke! Jetzt wird's ernst. Ja! Jetzt wird's ernst. Ei. So, mal gucken, was wir da noch raushauen können. Meint ihr? Einmal, zweimal, dreimal, dann nochmal. So, Feuer frei. Das sollte jetzt ja ganz gut laufen. Ah, du gehst trotzdem auf Salina. Okay, aber das bringt ja nichts, weil du trotzdem platt gehauen wirst. Oder, ja. Gut. Letztes Artefakt. Hoffe ich. Aber ich habe ja sonst, glaube ich, keine weitere Tür mehr gesehen. Das ist ein unglaublich schöner Raum, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut von der Einrichtung. Gibt es hier eine Belohnung? Nö. Nichts mit Schätzen. Ich schätze mal, dass hier oben nichts mehr ist. So, dann können wir jetzt ja nochmal zurück. Wo war denn die letzte Tür? War irgendwie oben, ne? Gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Oder wir gucken auch vielleicht erstmal da runter. Da waren wir auch noch gar nicht. Tschüss, Elementar. Oh. Folgt mir. Spielen. Das bin ich. Ein bisschen Kohle und Bolzen, okay. Und hier unten wäre halt dann noch so ein Schmiederaum. Dass wir notfalls Zeug herstellen können. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt für die Dings nichts dabei. Für die Pfeile, da fehlen ja noch Harpienfedern. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Okay. Ich bin mir tatsächlich auch nicht mehr sicher, ob wir da reingeschaut haben. Ja, stimmt, da war irgendwie Kohle und Zeug drin. Okay, dann auf zur letzten Tür.
lieber Herr Zwerg. Wer weiß, wie lange der jetzt schon da liegt. Okay, dann können wir uns aber auch oben nochmal neu buffen. So, hierüber, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das andere war, da war, glaube ich, entweder eine Kiste oder so. Gut, dann hoffe ich doch mal, dass wir den Flammenhelm kriegen. Tüdü, letzte Inschrift. Ja. Okay, wir haben wieder Gegner. Nicht reinlaufen, erst buffen. Und dann wartet, bis ihr euch wieder regeneriert habt. So, einmal Feuergeist. Zack. Wenn du dann genug hast, kannst du dir noch meinen Armatrutz gönnen. Wo das wahrscheinlich bei den Feuergeistern gar nicht mal so großartig notwendig sein wird. Aber hey. Warum nicht? Wir haben es doch. So, ich glaube, dann gehen wir schon mal tatsächlich die erste Tour hier durch. Nicht Feuergeister. Sind ja keine Feuergeister, sind ja Gräume. Das wollte ich eigentlich sagen. Komm schon. Sanja. Dann mal los. Vorkommen ist, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit der Situation. Da kommt noch ein paar mehr. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, hier kannst du auch. Hier kannst du mal machen. Ja. Gibt es hier noch ein bisschen Unterstützung? Du darfst da unterstützen. Meint ihr? So, sehr schön. Das sind einige. Du hast auch schon eine Wunde gekriegt. Wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, es wäre sinnvoller, da im Feuerball reinzugehen. Ein Zwerg, ein Wort. Und ein bisschen gebündelter, bitte. Bei Angroschs Bart. Hey, ja. So, ja klar, das muss hier doch schon ordentlich leiden. Gerade gucken, ob das mit dem Heil noch funktioniert. Für Ardo. Du kümmerst dich dann in der Zeit mal um den Groll. Mein Atem geht ruhig. Du kannst dann auch unterstützen. Du hast gerade leider keine Magie. Dann darfst du dich mal ein bisschen erholen. Das hat ordentlich gesessen. Ich glaube, 78 Schaden hat er bisher noch nie gemacht. Na gut, du
Das reicht zumindest, um das Gift runterzuholen. Lass das mal Vorgrim machen. Kommt die Heilung jetzt mal langsam? Es wird Zeit. Ja, da ist sie. Cool. Entgiften hat auch funktioniert. Schön. Alles klar, ihr habt jetzt wieder nur Mist dabei, wie mir scheint. Fast nur Mist. Aber gut, dann soll es auch für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.